Und in den USA versuchen sie zu verhindern, dass T-Mobile Beschäftigte sich überhaupt in ihrer Gewerkschaft für Tarifverhandlungen organisieren können. Die Telekom versucht, die Communication Workers Union of America draußen zu halten, aus den Betrieben und es mit rühen Methoden. Es freut mich deswegen, heute unter uns Kolleginnen und Kollegen von der Communication Workers Union of America unter uns zu haben. Gemeinsam mit Ihnen, Verdi und der Communication Workers Union, haben wir ein globales Bündnis gegründet, um für Arbeitnehmerrechte in Deutschland und in den Vereinigten Staaten zu streiten. Colleagues, our solidarity is on our side. It's the right answer of globalization. Welcome in Germany. Wir stehen an eurer Seite in Deutschland und in den USA und wir werden von hier aus auf die Hauptversammlung der Telekom fahren, um denen dort richtig Dampf zu machen.